In 5er Raids ist aktuell Herr dran und ich will hier zeigen, wie man es zu zweit besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Herdran ist ein Feuer- und Stahl-Pokémon und dementsprechend sind sehr effektiv Pokémon vom Typ Boden, Wasser und Kampf. Grundsätzlich sind aber Boden-Pokémon die beste Wahl, deswegen sieht man bei mir hier jetzt eigentlich auch nur Boden-Pokémon, die ich einsetze. Als erstes ist hier Rionio im Einsatz. Das ist ein Boden- und Gesteins-Pokémon. Er hat den Angriff Lehmschelle und die Ladeattacke Erdbeben. Es ist ein Pokémon, das sehr effektiven Schaden austeilt und gleichzeitig auch ziemlich viel aushält. Wenn man also 6 Stück von diesem in einem Team hätte, dann wäre es auch ganz einfach, alles zu machen. Ich habe beabsichtigt nicht viele von diesen in meinem Team, denn ich möchte lauter verschiedene Pokémon hier vorstellen, die als sehr effektiver Konter gegen Herdran einsetzbar sind. Deswegen ist auch jetzt gleich ein anderes Pokémon da, nämlich Stalobor. Das ist ein Boden- und Stahl-Pokémon. Er hat einen Angriff Lehmschelle und die Ladeattacke Schlagbohrer. Er macht sehr viel Schaden, mehr Schaden als so ein Rionio. Hat aber den Nachteil, dass es nicht so lange durchhält. Somit müsste man, wenn man nur Stalobor einsetzt, öfters wechseln, was auch ein kleiner Nachteil wäre. Aber jetzt schauen wir mal auf den aktuellen Kampf weiter. Ein Viertel der Zeit ist vorbei. Es sieht auch gut aus vom Leben vom Herdran. Das ist schon ziemlich weit runter. Also dieser Duo-Raid sollte schön machbar sein. Aber jetzt ist mein Stalobor gleich weg. Das heißt, ich muss ein nächstes Pokémon einsetzen und jetzt kommt Groudon. Er ist ein Boden-Pokémon und hat den Angriff Lehmschuss bzw. die Ladeattacke Erdbeben. Das ist auch ein Pokémon, das länger durchhält, aber dafür etwas weniger Schaden macht. Ein kleiner Tipp, achtet auf die Wetterverstärkung. Ich habe hier aktuell keine Wetterverstärkung, das heißt, meine Pokémon machen nicht mehr Schaden. Aber achtet darauf, wenn Sonne ist. Sonne bedeutet, dass die Boden-Pokémon, die gegen Herdran kämpfen, wetterverstärkt sind, das heißt mehr Schaden machen. Also der Kampf ist einfacher. Gleichzeitig ist Herdran selber auch wetterverstärkt, weil es Feuer ist. Und bei Sonne ist er auch wetterverstärkt. Das heißt, man bekommt einen besseren Herdran mit einer höheren WP-Zahl. Das heißt, er ist 5 Level höher, den man fängt. Also, 2 Vorteile Sonic, wenn ihr aussuchen könnt. Wenn nicht, so wie hier, muss man es einfach, den Duo-Raid einfach so machen. Jetzt ist mein Demeteros im Einsatz. Das ist ein Boden- und Flug-Pokémon. Hat den Angriff Lehmschuss und die Ladeattacke Erdkräfte. Der macht auch verhältnismäßig viel Schaden und wie man bei Herdran jetzt sieht, der kommt bald in seinen roten Bereich, obwohl ich noch sehr viel Zeit übrig habe. Also sieht gut aus. Jetzt kommt Golgantis zum Einsatz, das ist ein Boden- und Geist-Pokémon mit dem Angriff Lehmschelle und Ladeattacke Erdkräfte. Der kommt aus der Entwicklung von Golbit. Ich habe leider noch nicht so viel Bonbons, deswegen ist er ziemlich schwach, aber ich mochte ihn trotzdem mal zeigen, weil er auch ein sehr guter Konter ist. Und wie man sieht, Herdran ist jetzt schon im roten Bereich, das heißt, er hat weniger als ein Viertel seines Lebens und Zeit ist weit über 100 Sekunden, also wird es ziemlich einfach sein. Mit Glück muss ich nicht einmal mein Team mehr wechseln. Jetzt ist Donphan im Einsatz, das ist ein Boden-Pokémon. Er hat den Angriff Lehmschelle und die Ladeattacke Erdbeben. Und wie man sieht, er hält auch einiges aus noch und macht trotzdem Schaden. Und wirklich, jetzt ist er dran richtig im roten Bereich. Er hat fast kein Leben mehr und mit Glück muss ich jetzt mein letztes Pokémon, das ist nämlich der 6. Pokémon, ich müsste mein komplettes Team dann wechseln, wenn ich jetzt hier verlieren würde diesen. Aber nein, ich muss kein Team wechseln und habe ihn so besiegt und noch eine Minute Zeit gehabt. Also war ein guter Duo-Raid. Und jetzt wird das Interessante. Herdran gibt es ja auch als Shiny. Und was ist es? Ah, Pech gehabt. Kein Shiny, ist nur ein normales. Macht jetzt aber auch nichts. Ich versuche natürlich jetzt zu fangen. Okay, das war ein schlechter Wurf. Jetzt ist schon besser. Ein großartiger Curveball. Weil Herdran ist ein gutes Feuer-Pokémon. Das hält einigermaßen was aus. Es gibt bessere Feuer-Pokémon, wie zum Beispiel Reshiram. Aber trotzdem ist etwas, wo man mit anfangen kann. Ich setze ihn gern bei Team Rocket ein. Jetzt sehen wir mal nach, was für eine Bewertung er hat. Und
3 Sterne, Angriff ganz vorne, ja, gar nicht mal so schlecht. Jetzt möchte ich euch noch einige Pokémon vorstellen, mit denen ihr diesen Raid-Boss leichter besiegen könnt. Zu einem Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben, Rionio mit Lehmschelle und Erdbeben, Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer, Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben, ein Zumpex mit Lehmschuss und Aqua-Aufpitze oder der besseren Ladeattacke Erdbeben, ein Geowatz normal mit Lehmschelle und Erdbeben, ein Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben, ein Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte, ein Libeldra mit Lehmschuss und Erdkräfte oder ein Golgandes mit Lehmschelle und Erdkräfte. Hast du Fragen zu dem Video? Dann schreibe sie bitte in die Kommentare. Bitte gib auch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise abonniere meinen Kanal, um kein neues Video von mir zu verpassen.